Juhu, Pikmin 3 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Pikmin 3. Auf in unser Abenteuer. Tag 18 wartet auf uns. Starten wir und erkunden weiter den Fluss der Veränderung. Auf diesem Planeten gibt es wirklich reichlich Nahrung. Das stimmt. Vielleicht könnten wir einfach weiter hier leben. Das ist keine schlechte Idee. Brittany, ich bin sicher, wir beide könnten hier glücklich werden. Halt! Die Bewohner von Koppai verlassen sich auf uns. Wir müssen uns auf die Mission konzentrieren. Es tut mir leid. Captain, verzeihen Sie mir bitte meinen Ausbruch. Klar doch. Kein Problem. Ich kenne das ja, dass er mir dazwischen redet. Okay, auf zum Fluss der Veränderung. Und dann schauen wir mal, wie wir uns heute aufteilen können. Ich möchte auf jeden Fall noch ein paar von dem Supermotivierbären sammeln. Und dann wollte ich noch eine Ecke erkunden, bevor wir weiter mit dem Fluss. Weiter runter können wir ja mit den Seerosenblättern kommen. Ach, mal schauen. So, da wir unsere geflügelten Pikmin weiter aufstocken müssen, nehme ich davon mal 40 mit. Unsere Steinis müssen wir weiter aufstocken, da nehme ich dann mal 30 mit. Und von dem Rest dann halt, ja, 15 und 15. Sollte klappen. Und wir könnten dann unseren Captain, bei dem die Supermotivierspräne waren, welche oben, ne? Bei den Bären dort abstellen. Kommt schon, nicht bummeln, nicht bummeln. Die Tage sind kurz auf diesem Planeten Erde. Erstaunlich kurz, das war früher definitiv anders. Also zumindest zur heutigen Zeit ist es definitiv anders. Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob irgendwelche Feinde da... Ach nee, die haben wir ja auch alle erledigt gehabt. Nein, Moment, ich wollte den Captain hier abstellen. So, und du kriegst... Dann nimm halt Brittany. Du kriegst hier so ein paar rote. Okay. Und du kümmerst dich darum... Halt, so. Die Dreimasterblume zu übernehmen. Und wir gehen weiter. Später, Brittany. Okay, tschüss, Captain. Ich finde es nicht gut, dass wir Brittany hier alleine lassen. Ich meine, stell mir vor, da kommen Monster und die hat ein paar Pikmin, die sich um sie kümmern können. Ach, Captain, Brittany ist nicht umsonst mit uns auf die Forschungsmission gegangen. Die weiß schon genau, wie man das macht. Na, wenn du das sagst. Boah, da sind so ein paar Fette. Ja, aber es ist so gefährlich, die anzugreifen. Es sind zwei Stück. Auch wenn wir von hinten an sie rankämen, ich halte das für keine gute Idee. Na gut, gehen wir erstmal lieber sicher vor. Guck mal, eine rosa Blume. Für 10 von den Kleinen hier, da haben wir doch genügend dabei. Genau 10 Stück dran abstellen. Ja, genau in dieses Gebiet sind wir nämlich auch noch nicht vorgedrungen. Vogel! Sekunde. Ich kann euch mal hier stehen lassen, ohne dass ihr irgendwelchen Mist baut, ja? Oh Gott, das will ich mir jetzt erstmal angucken. Was ist das? Komm doch mal raus. Du bist... Wo kann ich dich anvisieren? Ihr kann seinen Kopf anvisieren. Du bist ein gemeiner Schnapper. Du schnappst nach Pikmin. Wir können ihn gelbe auf den Kopf werfen. Die fliegen ja weit genug und hoch genug. Hoffe ich zumindest. Und wir könnten ihm... Fliegende Pikmin müssten auf jeden Fall auch an ihn rankommen. Ich glaube, Steine und rote Pikmin... Ihr habt mir geraten, in Zukunft öfters drüber nachzudenken, welche Sorten von Pikmin schlauer sein könnten. Oh, vielleicht ist die Notiz hilfreich. Stell mir. Oh, zu zweit könnte man sich wohl diesen Pilz zu machen, um zur anderen Seite zu gelangen. Doch Louis und mir gelingt es einfach nicht. In dieser Situation hätte man gerne einen verlässlichen Partner. Ach, ich frage mich, was meine Frau, die ich auf Hockettail zurückließ, wohl gerade tut. Okay, das war jetzt zur Situation nicht so hilfreich, aber ich habe nicht so viele gelbe. Ich nehme mir jetzt mal... Ich habe jetzt hier... Nein, ihr bleibt mal da. Ich nehme mir jetzt mal nur die Flügelpigment mit und gucke, ob das so eine schlaue Idee war. So. Okay. Fliegt und siegt direkt oben an ihn ran. Dann müsste... Er kommt ja da nirgendwo ran. So, jetzt müssen wir die noch wieder schnell zurückrufen. Oh, das braucht ja ewig. Das wird ja ewig dauern. Seid ihr, wir benutzen das Supermotivierspray! Hadouken, Hadouken, Hadouken! Okay, wir müssen ihn auch sofort angreifen, so wie er aus dem Loch kommt. Na komm schon, anvisieren! Und so klappt das ja nicht. Mit dem anvisiert bleiben ist auch nicht so einfach. Ihr müsst zurückkommen. Jetzt kommt der Dicke da raus. Ah, sofort anvisiert. Wunderschön, da kann ich direkt drauf. Und
sie wieder zurück? Vielleicht kann ich sie auch alle mit B drauf schicken. Das weiß ich jetzt nicht. Was passiert, wenn ich sie da drauf schicke? Oh, sie fliegen direkt. Oh, das war knapp. Oh, das macht gut Schaden. Oh, er ist schon ganz nackig am Kopf. Nein, 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 schnell, schnell, schnell. Nein, 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 nicht meine Kleinen. Du widerliches Stück. Oh, drei getötet. Na komm, wenn du dich traust. Na komm schon, na komm schon. Traust du dich? Traust du dich? Okay, jetzt wieder ran da. Ran da, ran da, ran da, ran da, ran da. Direkt auf seinen Kopf. Schön weit weg. Nein, nicht den Kleinen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Schüttelt er sich wieder. Schnell, 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 schnell. Kommt. Nein, nein, schnell, kommt. So ein Widerling. Wieder eingegessen. Bleibt er jetzt draußen, weil er einen nackigen Kopf hat oder was? Nee, nicht. Okay, ich muss jetzt mal wieder weg hier. Okay, wir motivieren euch nochmal. Super Motivier-Power. Los, schnetzel ihm das Gehirn weg. Yeah, das hat ihm nicht gefallen. So, jetzt hier nochmal fett. Fette Mega-Power. In die Augen. Piekt ihm in die Augen. Okay, das war vielleicht nicht die beste Taktik. Es sind ein paar Pikmin schon. Nein, schnell, 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 schnell. Weg, 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 weg. Oh, drauf, 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 drauf. Haben wir dich genutzt, hä? Oh. Ein schönes Äpfelchen. Ich habe gar nicht drauf geachtet, dass mir hier eine Frucht angezeigt wird. Oh, was für ein Stress. Taucht da einfach so ein Bossgegner auf. Also so ein halber Bossgegner zumindest. Und ihr könnt das alle wegtragen. Oh, alter Schwede. So, ihr kümmert euch bitte um den Apfel. Wie viel braucht der? Auch 10. Ah, das reicht schon. Hoppa, 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 hoppa. Na, komm schon. Boah, der Stein hier hat nichts gekriegt. Der Stein hier irgendwie auch nicht und der ist auch nur mitgeschleift worden. Okay. Ich glaube, schiebt ihr ein paar vor euch her? Ich muss mir das gerade mal angucken, ob wir hier so ein paar Pikmin haben, die sich da... Wo sind jetzt überhaupt, ja, hier sind noch ein paar gelbe dran. Achso, da hinten ist unser Captain. Okay. Alles gut. Dann gehen wir da mal weiter und schauen, ob wir da irgendwo hinkommen. Oh, ist ein Stress. Kommen Sie mit! Oh, ich was? Ach so, ja, warten Sie. Oh, und da geht's auch noch weiter. Oh, noch eine Notiz. Sehr schön. Kommen die Pikmin hinterher? Oh Gott, die beiden haben noch keine Blüte, die brauchen so lange. Hey! Wir haben den Planeten nun schon zum Großteil erforscht. Ich bin bereits so oft durchs Feuer gegangen, dass ich für diesen Teil meiner Ausrüstung keine Verwendung mehr habe. Da er mir vom geringen Nutzen ist, werde ich ihn für zukünftige Besucher dieses Planeten in der Nähe vergraben. Feuerschutz? Okay. Oh, da ist eine Frucht im Wasser. Oh, da kommen wir wohl jetzt überhaupt nicht ran, ne? Ich werde dir wohl echt schlecht persönlich da rausschleppen können. Können aber hier nochmal weiter gucken. So zwei Nachzügler immer. Gucken, wo es hier hingeht. Oh, eine Abkürzung zum Freischalten. Jo, kein Problem. Runter da! Hätten wir vielleicht vorher mal freischalten, sondern hätten sie das Viech nicht so weit transportieren müssen. Naja, nicht so schlimm. Das wusste ich jetzt nicht. Das war mir nicht bewusst, dass da eine Abkürzung ist. Mitkommen, mitkommen! Auch alle da? Was? Ach so, ich wieder nicht. Boah, seht mal, da drüben ist eine Frucht. Wie kommen wir denn da rüber? Da ist eine Frucht. Ich hab die gerade genau gesehen. Da ist eine Weintraube. Da drüben ist definitiv eine Weintraube. Könnten wir mit... Oh Gott, es ist schon wieder so dunkel hier. Oh, der Käfer! Oh Gott, dieses Vieh macht mir jedes Mal so einen Stress. Was ist das für ein Vieh? Was soll das? Was machst du ab? Blöder Käfer, lass mich! Nektar, Nektar, Nektar. Das ist gut für all jene, die noch nichts gesuffelt haben. Ja, nee, ist mir jetzt egal, wer hier was nimmt. Halt, ihr habt doch noch keine Blüte. Kommt schon hier, trinkt, trinkt. Du hast auch noch keine. Alle haben eine Blüte, sehr gut. Die pflücken wir jetzt auch nicht, weil dann kriegen die erst recht eine Blüte. So, hier wird weiter fleißig das Zeug gesammelt. Der Tag ist schon bei der Hälfte. Jetzt muss ich mich gerade mal kurz ein bisschen umgucken. Okay, hier geht's irgendwie... Könnten wir mit den Flügelpikmin da... Wir könnten noch mit den Flügelpikmin ins Wasser, theoretisch, oder? Aufteilen. Ja, macht ruhig, was ihr wollt. Das ist kein Problem. Wir könnten mit denen doch ins Wasser, weil die fliegen ja über dem Wasser. Ja,
Ja, klar, seht ihr? Da ist ein Unterwasserteil. Eine Unterwasserschnecke. Da müssen wir aufpassen. Sein Schwachpunkt ist der Kopf. Greif ihn an, sobald er auftaucht. Okay, ja, das habe ich hingekriegt. Ist noch einer oder was? Hier ist noch ein Vogel. Da kommt noch ein Vogel, ey. Die fliegen ja, die dürften sich ja da keine Gedanken machen. Wir nehmen die Weintraube noch mit, die schöne. Quack, 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 quack. Ja, ihr könnt euch hier noch um die Blume kümmern. Bleibt die pink? Frucht erhalten, Frucht erhalten, Frucht erhalten. Ja, die bleibt definitiv pink. Ja, runter damit! Los! Totale Zerstörung! Vorsichtig. Oh Gott, da tragen ein paar zu viele das Gleiche. So. Und jetzt kam die Pinke. Halt. Nach dem Gelben stürmen wir drauf. Und jetzt! Nein! Mann! Mann, schon, komm schon! Und jetzt! Macht's kaputt, macht's kaputt! Yay! Wunderbar! Butchi, butchi. So, ihr kommt mit. Dann hätten wir uns den Teil hier auch geschnappt. Der wäre komplett damit leer. Ja, das ignorieren wir mal. So. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass wir ja hier auch mit denen unter Wasser lang gehen können. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Bestimmt jetzt schon total viele Secrets, die ich noch hätte machen können, irgendwie übersehen. Naja, egal. So, war euch alles okay? Oh, guck mal, jetzt haben sie... Also der hat auf jeden Fall schon eine... Die haben schon mal eine Blüte... Nein, 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 nein. Oh Gott. Jetzt haben wir einen, der eine Knospe hat, rausgezogen. Müsstest du... Könntest du trinken? Wer von euch irgendwie? Ja? Oder haben alle... Keiner hat eine Knospe? Sehe ich irgendeinen mit einer Knospe? Muss ja der langsamste von allen sein. Doch, da ist einer mit einer Knospe. Ist definitiv einer mit einer Knospe. Trink! Geht doch! Ja, ich weiß, wir verschwenden Zeit. Aber wir kommen heute jetzt eh nicht mehr überall hin. Von daher... So, 4 Stück sind das hier, die einsammeln. Da können wir nochmal einen... Können wir mal einen mitnehmen? Können wir den... Können wir nicht mitnehmen. Ich wollte einen mitnehmen, der aufhört, einen zu sammeln. Können wir den da bitte haben? Kann ich den haben? So ist gut. Dann haben wir nur noch 3 Stück. 3 Stück kann ich mir wenigstens merken. Weit kommen wir jetzt ja nicht mehr. Aber wir haben schon einen Hinweis bekommen, wie wir weiterkommen können. Also haben wir einen Hinweis bekommen. Und was ich jetzt mal machen werde, ist nochmal YOLO-mäßig diese Viecher da angreifen. Schmeiß. Wir laufen frontal ins Unglück. Oh, ist doch egal. Ich lock den jetzt. So, jetzt kommt der hier. Da habe ich kein Problem mit. So, kommt der jetzt. Oho, na komm. Traust dich wohl nicht, hä? Traust dich wohl nicht. Komm, wir müssen auf die Augen, wir müssen auf die Augen, wir müssen auf die Augen, auf die Augen, unbedingt auf die Augen. Da sind seine empfindlichen Schwachstellen. Ja, das mag er nämlich überhaupt nicht. Oh, der ist ja schon kaputt. Okay, das ist super. Wir brauchen wieder mehr Dicke. Da können mal ganz viele den tragen. Okay, das sind welche, die uns natürlich jetzt hier ein bisschen fehlen. Aber einfach auf die Augen. Auf die Augen. Das mag er nicht. Wir haben festgestellt, er mag es nicht, wenn man ihn auf die Augen haut. Direkt auf die Augen. Entschuldigung. Oh, oh, das ist nicht gut. Ja, frisst ein paar. Aber hier haben wir wieder ein paar Augen. Augen auf die Augen. Direkt auf die Augen. Yeah. Juhu. So, das können sich mal die Gelben schnappen. Davon haben wir nämlich auch nicht mehr so viele. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Wir können noch ein paar mehr tragen. Ich, ich. Super. Das ist auch erledigt. Muss noch aufpassen, dass wir hier keine auf dem Weg irgendwie übersehen oder verlieren. Das wäre jetzt ungünstig. Tragt ihr denn das lang, da lang? Okay. Kein Problem. Können wir hier ein bisschen dran vorbeischlängeln. Ja, und ihr seid fertig. Ihr seid fertig. Komm runter. Los, brav. Wo ist der eine rote, der jetzt hier noch, Ach, die sammeln wir dann noch ein. Wir sind ja nur 3 Stück, beziehungsweise jetzt sind es nur noch 2.
Kommt der nächste Rote schon zurück? Nee, wenn wir jetzt hier durchgehen, müssten wir ihm quasi begegnen. Ah, da ist der Kleine. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, mein kleiner Knuffi. Kommt der nächste Rote? Okay, den können wir jetzt entgegenlaufen. Oh, hoffentlich schaffen wir das noch. Jetzt müssen wir den fallen lassen, den Dicken. Nein, 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 Kleiner. Das wird wieder super knapp. Unnötig knapp. 6. Schneller, los, schneller. 5. Oh Gott, ich krieg Stress. 4. Alle in Sicherheit. Alle bei uns. Alle beim Kuscheln. Alle da. Alles in Ordnung. Nichts passiert. Ein paar, die können wir später pflücken. Dann haben sie nämlich eine Blüte. Ja, nicht schlecht. Wir haben die beiden Dicken gekloppt. Wir haben einen Vogel verprügelt. Wir haben einen Apfel bekommen, der uns hoffentlich genügend Saft gibt. Und wir haben herausgefunden, dass da irgendwo ein Sprungpilz oder sowas sein muss. Laut den Aufzeichnungen von unseren werten Kollegen vom Planeten Hokotate. Oder Hokotate. Ich habe immer Probleme mit der Aussprache. Genauso wie, weil ich nicht weiß, ob es Kupai oder Kopai heißt. Was? Ihr habt meine Kollegen getötet, ihr Schweine? Mann, oh Kind, wieder nichts zu essen. Aber da sind doch welche eingegraben, Mama. Die können wir nicht rausziehen. Die sehen aus wie Pflanzen. Sowas realisiere ich nicht. Was? Ach, die Regenwolken. Oh, es ist so schön, dass es hier unterschiedliches Wetter gibt. Das macht das Ganze so unglaublich lebendig. Ein Traum. Etwas Neues. Richtig, wir haben ja auch hier die Weintraube bekommen. Insektenbehausung. Ja, Äpfel sind eine gute Insektenbehausung. Schön versaften. Oh, Apfelsaft ist so unglaublich lecker. Schade, dass ich allergisch dagegen bin. Ich dürfte mich von diesem Planeten nicht ernähren. Zwei ganze volle. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Nein, leider nicht. Nachtkugelschwarm. Ah, der sieht immer so toll aus. Das ist so wunderschön animiert. Oh, das gibt ja super lecker lila Saft. Ich finde es ja schön, wenn die Farbpalette so ein bisschen bunt ist. Allerdings sind ja die meisten Obstsorten doch eher weniger bunt. Oh, das hat nur einen gegeben. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Das gibt heute ein Festmahl. Oh, da geht unser eine lila Flasche wieder flöten. Das war auch Nachtkugelschwarm, falls ich mich richtig erinnere. Unsere Vorräte müssen noch ein Weilchen reichen. Und da geht auch Tag 18 vorbei. Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute gestorben sind. Vielleicht will ich es gar nicht wissen. Ah ja, 7 in Anführungsstrichen. Nur 7, das ist ja noch ganz okay. Also danke nochmal für den Hinweis, dass ich immer darauf achten soll, mit welcher Pikmin-Art ich irgendwie an Gegner rangehe. Das war jetzt ganz, ganz praktisch mit den nur fliegenden Pikmin. Hat vielleicht zu lange gedauert, aber meine Taktik war richtig. Wenn ich... Ja, das war... nicht schlecht. Nach gründlicher Beobachtung der Flügel-Pikmin kann ich sagen, dass sie nicht besonders gut im Kämpfen sind. Doch da sie fliegen können, gibt es Aufgaben, die nur sie erledigen können. Wir sollten gut auf Gelegenheiten achten, bei denen sie ihre besonderen Talente zeigen können. Gezeichnet Brittany. Ja, das haben wir heute gesehen. Speichervorgang. Okay, wir sehen uns dann im nächsten Part von Pikmin 3. Bis dahin, bye bye.